Moin Moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Heute geht's hier weiter mit NBA 2K16 und ich habe hier Lamar Jackson eine neue Frisur verpasst. So ein kleiner, ja, kurzer Irokese, so ein bisschen in der Mitte hoch, so ähnlich wie James Harden die Frisur hier am Start jetzt hier für Lamar Jackson. Wir können mal kurz in die Attribut-Upgrades gehen, da kann ich mal hier noch einen Athleten draufpacken, um die Dunking-Werte hier zu verbessern. Wir sind mittlerweile bei einem 86er Overall und ich muss weiter gestehen, dass wir mit den New York Knicks einfach nicht so erfolgreich sind. Also, wir sehen es hier, Boston verloren, Cleveland verloren, Portland verloren und hey, gegen Denver mal gewonnen und der nächste Gegner ist hier, wie gesagt, die Washington Wizards. Wir gehen hier nochmal in die Conference-Tabelle rein und dort sollten wir sehen, dass wir hier Vorletzter sind und ja, wir sind noch mehr oder weniger oben. Ja, nee, wir sind scheiße. Wir sind nicht mehr oben dran. Also, wir sind hier doch schon sehr weit abgeschlagen in unserer Conference und insgesamt in der Liga auch. Können mal in die Spielerstatistiken gehen. Dort sehen wir Lopez verletzt, Rivers verletzt. Wir mit 9,9 Punkten pro Spiel, dafür, dass wir am Anfang nur Starter waren, gar nicht mal so schlecht. Auf Platz 3 hier schon gerutscht. Und wenn wir in die Assists pro Spiel gehen, dann können wir sehen, dass wir hier auf jeden Fall Bester unseres Teams sind und das, obwohl wir am Anfang nicht mal ordentlicher Starter waren. Also, das macht sich auf jeden Fall ganz gut. Trotzdem habe ich mich jetzt hier dazu entschieden, die Spieloptionen auf 8 Minuten Vierteldauer runterzustellen, weil mir einfach die Zeit fehlt, hier auf 10 Minuten weiterzuspielen und das dann noch frustrierend ist, wenn das mit dem Team auch nicht so richtig funktioniert. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir hier etwas schneller vorankommen müssen. Wir sind jetzt hier am 24. Januar. Die Saison ist noch lang, geht noch 2 Monate hier. Und wir gehen jetzt also in das Spiel gegen die Washington Wizards. So, hier sehen wir schon Manhattan, New York City und die Brooklyn Bridge war es da, glaube ich. Und hier die Starting Five, Lamar Jackson, Aaron Aflalo, Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis und Cole Aldridge. Auf der anderen Seite hier unser gegnerischer Point Guard, John Wall, ehemaliger Nummer 1 Pick hier bei den Washington Wizards. Und da werden wir uns auf jeden Fall wieder anstrengen müssen, um ihn hier vernünftig zu verteidigen. Auf jeden Fall hier ein Superstar auf der Point Guard Position. Und der Tipball geht schon mal verloren, sodass wir hier gleich Wall verteidigen müssen. Der mit einem schnellen Pass auf Jacobson da, glaube ich. Und der verwirft das Ding gleich mal. So, Aflalo jetzt hier mit dem Spielaufbau. Und der auf Carmelo Anthony. Versucht jetzt hier mit dem Jumpshot und da sind auch die ersten 2 Punkte. Ja, ein guter Start hier ins Spiel mit der Defensive und jetzt hier der Offense. Und jetzt muss man hier gucken, dass Wall nicht direkt durchgeht. Der wieder auf Jacobson und im zweiten Versuch macht er ihn hier rein. Ich habe auf jeden Fall mir diese Woche oder gestern mal auch ein Spiel der Knicks hier in echt angeguckt. Ich muss gestehen, ich habe aktuell sehr wenig Zeit, dass ich es meist nicht schaffe, hier auch noch Basketball zu gucken. Und deswegen die Saison noch nicht sehr viele Spiele gesehen. Verfolge natürlich hier mit den Run der Golden State Warriors. Wir haben jetzt gerade Freitag, wo ich das hier aufnehme. Hier ist der Run auf jeden Fall noch aktuell. Diese Nacht spielen sie gegen die... Oh, fuck, jetzt habe ich gedacht, der geht hier zu einem Dreier. Natürlich relativ fail hier. Und diese Nacht spielen die Warriors gegen die Celtics. Ich denke, dort sollte der Run schon anhalten. Aber man weiß ja nie, im Basketball kann auf jeden Fall alles passieren hier. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich hatte ein Spiel der New York Knicks gesehen. Und das war gegen die Utah Jazz, habe ich mir gestern angetan. Denn aktuell habe ich hier etwas mehr Zeit, da ich gestern einen Weisheitszahn rausbekommen habe. Und deswegen gestern und heute krank geschrieben bin, weil das wie Sau geblutet hat. Habe jetzt noch etwas eine dicke Backe. Tut auch noch ein bisschen weh beim Sprechen, aber passt schon. Hier für die Aufnahme sollte es jetzt gehen. Auf jeden Fall habe ich mir das Spiel der Utah Jazz da angeguckt. Und ja, die Utah Jazz haben halt die New York Knicks vollends abgezogen.
Also da war auch überhaupt keine Gegenwehr. Und das Ganze fand ich dann doch schon wieder relativ witzig, weil ja, das irgendwie gerade auch dieses unser Gameplay hier widerspiegelt, dass wir eigentlich mit den New York Knicks aktuell nicht viel reißen. Und das halt in echt so ähnlich ist wie auch hier im Spiel. Und Carmelo Anthony hat da auch nicht wirklich was hinbekommen. Jetzt kriegen wir hier mal den Pick, aber das klappt auch nicht so wirklich. Sagen wir mal den nächsten Spielzug hier an. 11 Sekunden noch auf der Uhr. Aber ich spiele jetzt einfach mal Porzingis hier an. Mal gucken, ob er hier was macht. Spielt dann, ja, zum Gegner, okay. Ja, so ähnlich sah das dann in Wirklichkeit auch aus. Und ich mich dann hier im Spiel ja geärgert, dass die Knicks oftmals nicht so gut agieren. Spielen wir hier mal links auf Anthony. Er zögert ein bisschen, hat jetzt auch zwei Gegner da vor sich. Spielt jetzt hier auf Aflalo, der auf uns. Und wir legen den leider vorbei. Aldridge aber mit dem Offensive Rebound hier. Und der macht hier im zweiten Versuch den Punkt. Waren wir eigentlich gut durch. Schade, dass Jackson ihn hier verlegt. Oh, jetzt hier das Wurffall von Porzingis gegen Jacobson war es, glaube ich, wieder. Der hier sehr oft von... Ne, Patterson diesmal. Auf jeden Fall, John Wall sucht hier sehr oft seine Big Man in der Mitte. Und jetzt konnten wir uns hier nur mit einem Foul helfen, aber der erste Wurf geht schon mal vorbei. So, ich hoffe auch mal, der Sound hier von meinem Mikro ist weiterhin wie gewohnt gut. Ich habe jetzt gestern mal meinen Laptop hier auf Windows 10. Ach Mann, da rollt der Ball da nicht rein, sondern an der Seite runter. Das gibt's doch nicht. Gestern mal meinen Laptop auf Windows 10 geupdatet. Ach, der macht auch alles hier. John Wall, dieses Tier, ey. So, versuchen wir es mal mit Pick and Roll über Aldridge. Ja, klappt nicht wirklich. Ach komm, Aflalo war in der Mitte frei, ey. Mann, so ein schlechter Ball. So, zwei Fehlversuche hier von den Wizards. Unser erster Turnover. Sind wir ja fast schon gewohnt. An den Pick komme ich nicht wirklich ran. Ja, jetzt Aldridge verliert den Ball hier. Ach, und der nächste Turnover hier. Ich muss sagen, ich spiele auch in letzter Zeit sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht einfach. Aber ein Spiel habe ich gemacht, da hatte ich zumindest 20 Punkte dann am Ende. So, jetzt mal gucken hier. Ja, genau, den lasse ich aus den Augen, weil ich Wall damit doppeln will. Und der sieht natürlich hier gleich den freien Mann. Und schon sind die Wizards hier wieder in Führung, weil wir wieder mal zwei Turnover gemacht haben. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht mal schaffe, Anthony den Spielaufbau zu machen. Aber leider ist die CPU hier so eingestellt, dass wir uns dann oft mal den Ball wieder zurückwirft. Hier sehen wir weiterhin John Wall, 87er Point Guard. Wir sind ja von den Werten her eigentlich schon in der Nähe. Wir haben halt nur, sind nicht der Jump Shooter. Gucken wir mal, ob wir hier an der Seite einfach mal durchkommen. Und hier einfach mal einen schönen Layup machen. Keiner interessiert sich hier für uns. Alle gucken und gucken ihren eigenen Mann an. Und wenigstens machen wir jetzt hier die ersten Punkte im Spiel. Ja, der macht einfach alles rein. Klar, stehe ich da zuerst ein bisschen weit weg. Aber dann kriege ich sogar noch die gute Wurf-Defense. So, jetzt bleiben wir mal hier stehen. Mal gucken, was Anthony von der Seite macht. Dribbelt sich da auch durch und verliert dann ebenfalls den Ball. Also Turnover hier von Anthony. Jetzt müssen wir hier versuchen, den Fast Break zu stoppen. Kommt der Pass und der Reverse Layup geht nicht rein. Defensive Rebound ist bei uns. Anthony jetzt hier mit dem Ballvortrag. Wir sollen uns jetzt mal hier vorne hinstellen. Und dann kommt der schnelle Dreier hier. Ach, und ich gehe da zu früh hoch zum Rebound, weil der Ball nochmal auf den Ring ausspringt. Jetzt hier wildes Hin und Her. Wieder geht's nach vorne. Diesmal landet der Offensive Rebound hier bei den Gegnern. Und dann gibt's den Block hier von Josh Smith. Also, wilde Phase jetzt hier im ersten Viertel. Nur können wir da daraus bisher keinen Profit schlagen. Zwei Punkte, ein Assist, zwei Turnover.
Also ich versuche natürlich hier mal irgendeinen anzuspielen, nur habe ich hier das Problem, dass ich oftmals nicht den richtigen anspiele. Und dann landet der Ball halt direkt beim Gegner. So, Porzingis, glaube ich, jetzt, oder was, Aldridge mit dem Rebound. Sagen wir mal wieder einen Spielzug hier an. So, jetzt kommt hier der Pick. Ja, und wieder ist niemand frei, spiele ich Porzingis an hier, der auf Smith und der mit dem Jumpshot, ja, und der macht sie eben nicht rein, wie John Wall auf der anderen Seite, der dann auch einfach mal den kleinen Raum nutzt, den er hat. Der wird hier halt von uns nicht genutzt und jetzt hier über die Seite und dann gibt es auch wieder das And-One hier und gleich wieder 5 Punkte weg von den Wizards. Ja, ausgewechselt, wir bleiben aber weiterhin drin. Josh Smith mit dem Rebound. Dann gucken wir mal, callen wir mal hier Isolation, nachdem wir jetzt hier einen neuen Gegenspieler haben. Dann spielen wir den Ball hier raus auf Caldwell Pope, der macht aber nichts, statt den auf den freien Mann weiterzuspielen. Und außer jetzt nimmt er hier den Wurf und der geht dann rein. Hätte auch schneller gehen können. Er hatte dann nach außen gespielt, weil sich halt zwei Leute in die Mitte orientiert haben. Boah, Mac geht hier ab, macht ihn aber nicht. So, jetzt vielleicht mal schnell hier auf die Seite. Caldwell Pope wartet wieder zu lange, spielt ihn dann zurück auf Caspi auf die andere Seite. Und jetzt steht hier einer der Verteidiger zu lange in der Zone. Und dadurch kriegen wir hier einen Bonus-Freiwurf. Ja, wir dürfen an die Freiwurflinie hier. Also hoffen wir, dass wir den auch machen. Ja, etwas Glück hier von der linken Ringseite. Hüpft er rein. Und damit können wir unseren dritten Punkt hier in diesem Spiel machen. Holen wir uns einen Pick hier. Klappt nicht wirklich. Trotzdem jetzt hier mal durchgespielt. Williams, schön gesehen, Smith. Und der wird geblockt. Das gibt's doch nicht. Mann, hat das schön gesehen. Der Smith war frei gewesen, nachdem die Defense da geswitcht ist. Und Smith kriegt den hier einfach nicht reingestopft. Lässt sich blocken da beim Layup-Versuch. Ja, spielen wir schnell jetzt hier. Bisschen mehr Passing. Smith wird angespielt. Versucht da durchzugehen auf Williams. Und der kriegt ebenfalls wieder den freien Wurf einfach nicht untergebracht. Kriegt dann einen freien Jumpshot aus 3 Meter Entfernung und er geht nicht rein. Oh, das schöner Fake hier und dann die einfachen Punkte. Kurz den ersten Layup angetäuscht. Jetzt der Dreier von Caldwell Pope mit Glück hier. Macht er die 3 Punkte, also das war eine schöne Aktion jetzt hier, den Dreier. Dadurch bleiben wir dran. Ah, Sheldon Mack geht ab hier. Ja, und er hat das Glück. Das Ding rollt einmal über den Ring, springt wieder nach oben und springt dann rein. Come on, das gibt's doch nicht. Ach, und dann der Turnover, weil er in die Mitte zieht. Warum bleibt er denn nicht außen stehen? Mann! Ach, das ist doch nervig. Er steht da außen an der Dreierlinie. Ich will ihn gerade anspielen. In dem Moment rennt er hier wild in die Mitte. Oh, meine Fresse. Gibt's doch nicht. Da muss mehr kommen. Da muss einfach mehr kommen jetzt. Von Jackson, der auf der Bank erstmal Platz nimmt. Nick Calathes ist hier unser Gegenspieler. Der nur ein Anführungszeichen 72er Overall hat. Also da müssen wir doch jetzt einfach auch mal was zeigen können. Ja, bleiben wir schon mal defensiv überhaupt nicht dran. Dann kommt der Dreier hier von außen, der ist drin. Super Aktion schon wieder hier. So, Spielaufbau, weiter geht's. Also ich raste aus, wenn ich hier nicht bald mal ein Spiel gewinne mit den Knicks. Da bleibt keiner mehr an den Screens hier hängen, die ich laufe. Jetzt vielleicht mal. So, Smith wird angespielt. Und diesmal macht er hier auch den Jumpshot wenigstens. Wir kriegen unseren Assist. Anthony wird wieder eingewechselt. 4 Punkte Rückstand hier. 3 Minuten 15 noch zu gehen in der Halbzeit. Okay, die Verteidigung wechselt. Wir sind jetzt für Mac wieder zuständig.
Eine Bewegung und Jackson war abgehängt, aber jetzt ist er wieder dran. Jetzt bekommt der Pass hier nach links außen auf Dudley. Ich dachte erst, er versucht hier den Dreier. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Wurf hier. So sieht's aus und geht auch rein. Na, geht auch rein, nee, hier. Über den kleineren Verteidiger hinweg. Darf er hier außen durchkommen? Jetzt hätte ich erst wieder überlegt, ob ich da in die Mitte spielen soll. Pass auf Aflalo hier und der macht auch schön den Dreier. Wir bleiben dran, sauber. Sauber hier. Komm, jetzt durchziehen noch bis zur Halbzeit. Patterson steht wieder ganz alleine da. Smith einfach zu langsam, kommt da nicht ran und die nächsten Punkte für die Wizards. Ich gedacht, kann ich durchziehen, klappt nicht. So, wo ist mein Pick-Play? Da kommt Porzingis. Oder auch nicht. Jetzt hier fast den Ballverlust. Porzingis da angespielt, der über den kleineren Verteidiger. Da war das Mismatch, sehr schön. Glück gehabt, dass ich da im Dribbling nicht den Ball verloren habe. Auch das gibt's nicht. Mac kriegt den abgefälschten Pass auch zurück. Und dann gibt's den Dreier von außen hier, glaube ich. War es ein Dreier? Ich habe es nicht ganz genau gesehen. Sah so aus. So, spielen wir mal hier dann raus. Ach, und der wirft den Ball weg. Wizards Ball. Turnover von Porzingis hier. Versucht er den Pass zu spielen, wirft ihn aber ins Aus. Hier sehen wir es, da waren die Wizards auch ziemlich weit oben, was die Blocks pro Spiel angeht. Jackson bleibt hier hängen. Und dann fasst der Air oder der Airball. Nix Ball, sehr gut. 5 Punkte weiter in der Rückstand, 1:14 noch in der Halbzeit. Etwas näher ran. Jetzt kommen, holen wir uns einfach mal Aflalo hier. Klappt auch nicht wirklich. Kommt noch Porzingis. Schieben wir raus auf Aflalo. Der auf Williams, der muss jetzt, ne, spielt nochmal auf Smith. Ach, fast wir mit dem Offensive Rebound, kommen aber nicht ran. Ah, fuck, ich dachte, ich kann da zum Steal gehen. Klappt auch nicht so wirklich. Dudley jetzt hier von außen. Und der hat wieder Glück, dass das Ding hier reinrollt. 7 Punkte Rückstand jetzt hier. Vielleicht mal beeilen hier. 2-for-1. Oh, sehr schön. Da den ersten aussteigen lassen und dann am Ring hier die Punkte gemacht. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich noch eine Chance, wenn wir jetzt hier zumindest die Punkte von Schnellpunkte von Mac verhindern. Ja, da so sieht's aus. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall gleich noch einen Angriff. So, letzter Angriff ist bei uns in der Halbzeit. Damit können wir zumindest auf 3 Punkte wieder rankommen. Warten wir hier nochmal ab, lassen die Uhr laufen. Ich versuche es jetzt gleich einfach mal mit einem Spin-Move. Klappt nicht, spielen wir auf Porzingis. Der spielt auf Aflalo und der Dreier, komm, der muss rein. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Da kommt das Ding aus dem Ring wieder raus. Ja, mein Spin-Move war nicht der genialste hier. Aber dann hat Aflalo den mehr oder weniger freien Dreier. Und dann haben wir hier Pech, dass das Ding einfach wieder rausspringt. Das gibt's manchmal nicht. Läuft einfach nicht bei den Knicks. Ah, was können wir verbessern? Ja, alles, ne? Alles können wir verbessern. Am besten 3 neue Spieler kriegen. Wir unsere scheiß Turnover in den Griff kriegen. Und nicht immer die Bälle wegwerfen. Und die Mitspieler könnten die freien Würfe besser nutzen. Und dann läuft das. 5 Punkte. Es ist alles immer drin. Und dann verkacken wir es im richtigen Moment. Machen einfach die falschen Entscheidungen. Und dadurch liegen wir, da tun wir uns hier einfach selbst immer schwer. So, ich werfe. Mal gucken, was. Ja, guck, er wirft den Ball einfach zurück. Ich kann nicht sagen, hier, Anthony, mach du mal was. Jetzt vielleicht. So, der, komm. Sauber. So hatte ich mir das vorgestellt. So hatte ich mir das vorgestellt. Dafür ist doch so ein Superstar auch da. Den werden wir jetzt nach der Halbzeit hier erstmal suchen.
Ja, Dudley ganz alleine. Aber er macht die nicht. Aldridge mit dem Rebound. Na, jetzt gucken wir einfach mal. Gehen wir auf Anthony. Oh, der sollte nicht direkt den Dreier nehmen. Was macht der denn da? Sollte doch nicht direkt werfen. Ach, nee. Achso, ich habe den falschen Gegenspieler. So, wir decken natürlich hier weiter ihn. Wall wird jetzt von Anthony gedeckt und mit dem Turnaround-Jumpshot hier fast von der Dreierlinie macht er den rein, als wäre das nichts. Als macht er den ganzen Tag nichts anderes. So, jetzt, oh komm. Ach, der hätte direkt über links gehen müssen. Mann, warum zieht er denn nach rechts zum Korb? Das verstehe ich nicht. Unten wird schon Josh Smith mit Olajuwon, ja, ich kann den Namen nie aussprechen, verglichen. Auf jeden Fall fehlen da noch der ein oder andere Block. Gut, Aldridge von der Freiwurflinie macht die beide rein. Du hast dir das selbst versaut und mir damit einen Assist. Weil eigentlich hätte der den mit der linken Hand reinlegen können. Versucht das aber dann mit der rechten Hand und wird dabei gefoult. Immerhin macht er die Freiwürfe und wir bleiben dran. Es ist hier Getümmel, John Wall versucht zum Dribbling, gucken, da kommt nicht der Pick, aber Chalmers steht frei, Mario Chalmers hier, ehemals bei den Miami Heat, gucken, ob wir hier selber durchziehen. Ach komm, das Ding rollt über den Ring, come on! Wen muss ich denn jetzt hier denken von beiden, ich weiß es noch nicht genau, so, John Wall hier wieder. Ja, so ähnlich hatte ich mir das bei mir auch vorgestellt, nur so sieht das irgendwie bei mir nicht aus. Schönes Ding von John Wall, wir wieder zu spät. Ja, spiel mal auf Porzingis. Anthony wieder mit dem gedeckten Wurf, geht dann dementsprechend auch nicht rein. Ich weiß nicht, warum die dann immer... Ich raff einfach nicht, warum die freien Würfe nicht nehmen und die gedeckten dann ständig versuchen. Oh, jetzt war eigentlich da mit dem Schussfake und wir kriegen den Block hier und der landet beim Gegner. Ach komm, das ist doch ein Witz. Wir blocken den Dreier. Wir blocken den Dreier und der landet einfach mal beim Gegner. 45-3. 45-38 meine ich. Jackson against Wall. The drive by Jackson to the left wing. Da stellen wir einen Screen, Aflalo aber auch wieder über außen besetzt. Ja, schwierig hier nicht durchzukommen. Anthony jetzt vielleicht von außen hier und hat wieder Pech. Also, es soll einfach nicht sein mit diesen New York Knicks. Da kommt der Dreier und der geht rein und damit 10 Punkte Rückstand. Also, gleiches Spiel wie immer. Der Gegner zieht einfach in der zweiten Halbzeit davon. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Es klappt einfach nichts. Und damit das gleiche Bild wie seit Wochen. Wir gehen auf die Bank und kommen wieder rein mit 10 Punkten Rückstand. Mario Chalmers jetzt hier unser Gegenspieler. Shelvin Mack auf der Shooting Guard Position. Spielt jetzt hier auf. Ach, wir sind zu spät bei Chalmers und er macht's einfach immer. Ich glaube, das ist auch mit hier, hat mit dem Hall of Fame Schwierigkeitsgrad zu tun, dass die Gegner einfach viel besser die Würfe treffen als unser eigenes Team. Oder die Knicks sind einfach schlecht, ich weiß es nicht. So, wir machen jetzt hier den Wurf, ziehen das Foul und kriegen den extra Freiwurf. That's why it's so important to really be a good screening team. You get a lot of open looks from it. Oh, können wir den da reinlegen? Oh, der Freiwurf sieht da auch mal gut aus, wenigstens. Ich versuche jetzt einfach mal, einfach alles selber zu machen. Jetzt, wir versuchen das jetzt einfach mal völlig egoistisch zu spielen. Ansonsten habe ich das Gefühl, klappt hier sowieso nichts. Heißt nicht, dass wir das schaffen, aber versuche jetzt mal jedes Mal, wenn ich den Ball habe hier, zum Scoren. Oh Mann, ey, warum macht er denn so einen scheiß Fastbreak, ey? Ohne Witz. Ja, geil. Geiles Mismatch hier mit Nene, aber wird nicht ausgenutzt. Caspi's got four rebounds in this game.
Oh, einfach mal den Jumpshot versuchen. Geht rein, wir sparen da frei und machen die nächsten zwei Punkte hier. Sauber. 10 Punkte für Lamar Jackson. Jetzt hier gegen Shelvin Mack, da kommt schon wieder der Screen. Haben wir heute Probleme zu verteidigen, aber sie nehmen ihn nicht an. So, wir bleiben an Mack wenigstens dran. Da kommt der nächste Pickversuch. Moment, verteidigen wir das ganz solide, aber Nene hat hier Glück, dass er reinrollt. Ist halt auch seine Stärke. 14 Sekunden nur noch auf der Uhr. Probleme hier. Na gut, wenn wir gar nicht durchkommen, machen wir einen Turnover. Das ist natürlich auch wieder geil. Ganz normaler Ball auf links außen, wird abgefälscht, landet beim Gegner. Und damit geht es jetzt hier schon in die letzte Runde sozusagen, ins letzte Viertel. Die Washington Wizards kommen hier in Ballbesitz auch im letzten Viertel und haben jetzt hier die Möglichkeit, die Führung weiter auszubauen. Er zieht einfach hier an uns vorbei, aber kann den Korb nicht machen. Ja, versuchen wir es einfach mal weiter und dann kriegen wir zumindest hier den Assist. War in der Mitte zumindest größer als seine Gegenspieler und hat dann auch den Ball gefangen. Boah, der Wall, der macht mich fertig, ey. Also selten einen so schlecht verteidigt wie John Wall heute. Also seit den letzten Spielen lief es eigentlich richtig gut, was ich verteidigt habe. Aber irgendwie immer nur dann, wenn ich nicht aufzeichne. So, jetzt mal hier. Anthony, also wenn der nicht reingeht, dann wäre ich auch vom Glauben abgefallen hier. Also der scheint völlig alleine. Freier wird's nicht. So, gucken wir mal. Spielen wir Anthony auf rechts außen an. Der muss auch rein. Der wurde nicht. Das gibt's doch nicht, Mann. Der Gegner geht nicht mal hoch zum Verteidigen. Und wir haben hier Carmelo Anthony, einen der Superstars der Liga, der einen freien Wurf einfach nicht unterbringt. Ja, was soll ich denn machen? Er steht völlig alleine. Der Gegner verteidigt gar nicht. Geht nicht hoch zum Block und nichts. So, nächster Versuch hier. Ja, diesmal nicht über Anthony, sondern Aflalo war es, glaube ich. Obwohl ich Anthony anspielen wollte, rechts muss ich auch wieder zugeben. Ich muss da mehr mit dem Icon Passing versuchen zu arbeiten. Denn ich habe oftmals hier die Probleme, dass ich einfach die falschen Leute anspiele. Oder der Ball halt nicht dahin geht, wo ich will. Und das kostet mich dann meistens auch noch den ein oder anderen Turnover. In diesem Fall hat es zu Punkten geführt. Und der Gegner hat hier wieder ein Glück. Das gibt es doch gar nicht. Das war jetzt der 5. oder 6., der auch mal locker hätte daneben gehen können. Ja. Und meine riskanten Pässe hier durch die Mitte, wo der Gegner frei unterm Korb steht, kommen dann wieder nicht an. Und schon ist dieser Run hier zunichte gemacht. Jetzt gleich sind 10 Punkte und dann weiß ich nicht, ob das die Entscheidung sein wird. Also ich denke, wir müssen hier irgendwie ihn jetzt am Scoren hindern. Oh, diesmal Glück gehabt. Und Anthony wird geblockt. Ach, das macht doch keinen Spaß. Das macht doch einfach keinen Spaß. Mann, was soll ich als Point Guard denn machen, wenn die einfach nicht treffen? Ja, da ist der Weg zu gering. Komme ich nicht durch. Muss ich rausspielen hier. Porzingis mit dem Dreierversuch. Naja. Wall against Jackson. A kick out to Aflalo. Outside Anthony. Wildes Spiel jetzt hier. Anthony, zieh doch jetzt einfach mal durch. Ah, den macht er zum Glück. Er war jetzt wieder schwierig eigentlich. Da aus, weiß ich nicht, 5 Meter Entfernung im hohen Bogen macht er ihn dann rein. Aber wenn er alleine da rumsteht, geht das nicht.
Zu zweit hindern sie ihn hier nicht dran, um den Putback-Dunk zu machen. Also das ist doch... So, Anthony wieder frei, der geht auch wieder nicht rein. Oh doch. Ja, muss nur schon anfangen zu zweifeln hier. 6 Punkte da. Wir sind immer noch in Schlagdistanz. Immer noch in Schlagdistanz. Aber John Wall, jetzt werden sie es ausnutzen hier gegen mich. Ja. Kommt die Hilfe zu spät und John Wall kann ihn auch da reinmachen. Ja, werden wir nicht angespielt jetzt hier, wo wir außen wieder stehen. Oh, schöner Move von Lamar Jackson jetzt hier. Richtig schöner Move mal. Der hätte eine Highlight-Reel verdient gehabt. Schöner Spin-Move da in Bedrängnis. Und jetzt hier der Steal, der jetzt kommt und jetzt... Jawoll. Der musste jetzt auch einfach mal rein. Er konnte jetzt auch nicht wieder abspielen. Bam. Oh, richtig zwei starke Aktionen von Lamar Jackson hier. Und jetzt sind wir bei 74-70. Komm, Defense weiter hier jetzt. Patterson jetzt im Dribbling und kommt da wieder durch. Und Porzingis mit dem Foul und zum Glück geht wenigstens der Ball nicht rein. And one wäre jetzt noch schlimmer gewesen hier. So, jetzt ein bisschen hoffen, dass der nicht reingeht. Ja, der erste schon mal ein Swish. Gucken wir uns den zweiten an. Ja, der rollt dann halt einfach rein, ne? Die Wizards, ne? Die zaubern sich hier. Hexen sich. Ach komm, das gibt's nicht, ey. Ich Vollidiot. Oh Mann, 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 Mann. Weil er in dem Moment auch zur anderen Seite geht. Ich will da einfach mal einen Spin-Move machen. Und in dem Moment geht er wie von Geisteshand nach links und ich drehe mich halt voll in den Gegner rein. Er stand da vorher nicht. Warum auch immer er dann zu der Hand wechselt, weil es nicht mal die Hand war, wo der Ball war. Und ich hab das Glück einfach nicht. Das gibt es doch nicht. Oh, Anthony mit dem Steal jetzt hier. So, komm, jetzt mach was, Junge. Mach was. Setz dich durch hier. Sauber. Was ein Circus-Shot von Carmelo Anthony. 6 Punkte, 2:22. Ich hab irgendwie... Ich will dieses Spiel jetzt hier gewinnen. Und wieder hier... Ach komm, ich kann den nicht verteidigen. Da fehlen die Werte dafür. Der macht einen Dribbling-Move und ich stehe im Niemandsland. Ich drück alles, was ich soll und ich bleib einfach nicht dran. Ach, das gibt's nicht. Okay, mein ganzer Optimismus ist gerade in 2 Aktionen von Lamar Jackson verflogen. So, den haben wir wenigstens geholt. Anthony spielt auf mich. Versuche hier über außen zu gehen. Und forciere einfach hier das Foul. Wir müssen hier schnelle Punkte machen, wenn irgendwas noch gehen soll. Wir halten uns hier einfach im Rückstand auf und wir haben 7 Turnover. Wenn ich das oben schon wieder sehe, könnte ich kotzen. Ja, und wenn ich das sehe, dann kotze ich gleich noch 2-mal. Kriege ich ja Bulimie bei sowas, ey. Ja, Glück gehabt hier. Also die 7 Turnover, wenn man das alles wieder hochrechnet, dann ist eigentlich Lamar Jackson hier wieder auch ganz klar mit Schuld, dass wir einfach so scheiße hinten sind. Also eigentlich perfekter Mitspieler hier bei den New York Knicks. Aber jetzt muss man dem anderen hier dranbleiben. Ja, alles gut verteidigt, bis dann den Offensive Rebound zugelassen. Mann, weil die anderen auch pennen. Das gibt's doch nicht. So, da Porzingis gesehen und... Okay, ich dachte, der Offensive Foul, aber der stand unter dem Korb im Kreis. Deswegen gibt es die Freiwürfe hier. Porzingis da gesehen, wie er zum Korb zieht und dann schnell angespielt.
Ja, der macht auch nur einen von zwei. Ja, das sollte es gewesen sein. 8 Punkte hier sind einfach zu viel bei nur noch einer Minute. Ja, und wenn dann natürlich hier die Würfe auch fallen, wie der von Dudley, dann ist das halt schwer. Ja, so, nur dann geht der auf Anthony hier raus. Kommt der, suchen wir es mal mit dem Screen, oder mogelt sich da durch. Und wie so oft verlegt er ihn dann, Aldridge hier mit dem Putback-Dunk, und immer sind es halt noch 8. 43 Sekunden nur noch. Jetzt nochmal so ein Steal, würde ich geil finden. Ja, so zum Beispiel. Jetzt spielen wir einfach rüber, der muss rein. Sauber, sauber. Aber nur noch 27 Sekunden. Ach Gott, da kommen wir nicht mal zum Foulen hin. Ah, das Ding ist durch. Bräuchte jetzt noch einen Steal und direkt die schnellen Gegenpunkte, dann könnte man noch was zaubern, aber so. Und Chalmers wird hier gefoult, der muss an die Freiwurflinie, na, immerhin besser als John Wall. Aber ich denke auch Mario Chalmers macht hier zumindest einen. Und damit ist das Ding dann fast so gut wie durch. Ja, einer geht rein, 7 Punkte sind es jetzt. Kann eigentlich nur noch schnelle Dreier helfen. Egal wohin der Ball jetzt geht, ich werde den auf Anthony spielen, weil meine... Okay, wir werden ausgewechselt, das ist natürlich auch gut. Und wir gewinnen... Ach Quatsch, wir verlieren auch das nächste Spiel mit unseren New York Knicks. Lamar Jackson, ja, auf dem ersten Blick mit einer soliden Performance, auf dem zweiten Blick einfach immer wieder diese Turnover. 88 zu 81. Verdienen tun wir hier wieder ordentlich. Aber es sind halt einfach die Turnover, die uns immer wieder das Genick brechen. Und auch so hier halt in diesem Spiel. Können wir nur hoffen, dass es irgendwann besser wird. Und wir dann die Spiele auch gewinnen können. Aber ich habe das Gefühl, dass mit in der Saison mit den Knicks einfach nicht mehr viel zu holen ist. Sind hier schon im Januar, sind hier schon abgeschlagen, verlieren ein Spiel nach dem anderen. Und dann, ja, klappt es halt einfach nicht. Können wir nur weiter hoffen, dass es irgendwann bergauf geht. 7 Turnover. Haben zwar 8 Assists hier, aber 7 Turnover, das geht nicht, ey. Das geht einfach nicht. So, gucken wir jetzt gleich auf den Spielplan und das nächste Spiel, was wir hier zeigen werden. Vielleicht finden wir ja mal eins, wo der Gegner, wo der gegnerische Point Guard kein Superstar ist. Dann hätten wir da zumindest etwas bessere Ausgangssituation. So, wir haben ja die Pelicans, wir haben die Rockets, dann die Bulls, Detroit. Ah, wir spielen ja jetzt einfach das nächste Spiel gegen die Sacramento Kings am 2. Nee, komm, wir ziehen noch einen weiter hier, ein bisschen schneller durch. Wir spielen gegen die Philadelphia 76ers am 4. Februar. Das wird das nächste Spiel sein, was ihr hier auf meinem Kanal seht. Dadurch springen wir 1, 2, 3, 4, 5 Spiele voraus. Das geht's etwas schneller hier. Wir springen auf den 4. Februar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier euer Paddy bei Game Testicle HD. Ciao, Leute.